Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Rundgang durch das Digital Navi Handel. Das Digital Navi Handel ermöglicht es Ihnen als Händlerin oder Händler, ein breites Spektrum an digitalen Technologien für den stationären Verkaufsort, also den stationären Point of Sale, zu entdecken und passende Technologien für Ihren Handel zu identifizieren. Das Digital Navi ist ein frei zugängliches Online-Tool und Sie finden es unter der URL www.kompetenzzentrumhandel.de, direkt im Hauptmenü der Website. Rufen wir das Digital Navi auf, so gelangen wir auf die Ansicht der sogenannten Customer Journey. Das hat folgenden Hintergrund. Die Customer Journey beschreibt die Reise eines Kunden entlang des Einkaufs. Der Einkaufsprozess von Kundinnen und Kunden kann also in einzelne Phasen unterteilt werden, die im Digital Navi abgebildet und kurz beschrieben werden. In jeder Phase bringen Kundinnen und Kunden unterschiedliche Anforderungen an ein Geschäft mit sich. Und jede Phase bringt daher unterschiedliche Möglichkeiten für Sie als Händlerin oder Händler, Berührungspunkte zur Kundschaft aufzubauen, die dann zu einem positiven Kundenerlebnis und der Erfüllung der Kundenbedürfnisse beitragen. Und genau hier setzt das Digital Navi Handel an. Mit einem Klick auf das Icon einer Phase der Customer Journey öffnet sich eine Auswahl an digitalen Technologien für den Handel. Alle Technologien sind also den unterschiedlichen Phasen entlang des Einkaufs zugeordnet, wobei Technologien auch durchaus für mehrere Phasen des Einkaufsprozesses geeignet sein können. Es wird außerdem deutlich, dass im Kontext der stationären Digitalisierung immer auch Möglichkeiten und Lösungen aus der Online-Welt bedacht werden sollten, um das eigene Geschäft auch online sichtbar zu machen und zu unterstützen. Mit einem Klick auf eine beliebige Technologie gelangen wir dann sofort zum detaillierten Technologieprofil. Jedes Technologieprofil beschreibt einerseits, worum es sich bei der ausgewählten Technologie handelt. Darüber hinaus bietet jedes Profil jedoch auch weitere Informationen zu anderen wichtigen Aspekten, beispielsweise die Frage danach, in welchen Phasen der Customer Journey sich eine Technologie außerdem einsetzen lässt. Oder auch die Frage, welche Kundenbedürfnisse durch eine Technologie erfüllt werden. Wird die Technologie im Laden oder online eingesetzt? Oder auch der Aspekt, ob die Kundschaft mit der ausgewählten Technologie interagieren muss oder kann. Aus Sicht von Händlerinnen und Händlern ist außerdem die Frage wichtig, welche Anschaffungskosten eine Technologie mit sich bringt, ob es wiederkehrende Kosten gibt oder beispielsweise auch, wie hoch die Kundenakzeptanz ist. Nutzerinnen und Nutzer des Digital Navis finden außerdem eine Einschätzung vor, für welche Zielgruppen die unterschiedlichen Technologien besonders geeignet sein können. Hier gilt es dann natürlich für Händlerinnen und Händler, die eigene Kundschaft und deren Affinität für digitale Technologien abschätzen zu können. Wer sich gern noch weiter über Eigenschaften und Erfahrungen mit einzelnen Technologien informieren möchte, findet außerdem zu jeder Technologie weiterführende Informationen. Insgesamt bietet das Digital Navi Handel also einen umfangreichen Informationsüberblick zur besseren Orientierung sowie eine Entscheidungshilfe für digitale Lösungen am stationären Point of Sale. Beim Digital Navi geht es also nicht nur um die reine Vielfalt der Technologien, sondern auch darum, Hilfestellung zur Auswahl der passenden Technologie für die eigenen Ziele am Point of Sale zu finden. Bei weiterführenden Fragen stehen wir Ihnen als Team des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel gern zur Verfügung. Auf unserer Website finden Sie außerdem regelmäßig Veranstaltungen rund um die Digitalisierung des stationären Verkaufsorts. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihren Digitalisierungsvorhaben.